Bonjour, Monsieur Dame, c'est un sacre de la chorale profane. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich lese die Bedienungsanleitung meines Fahrrads auf Deutsch, Englisch und Französisch vor. Ich muss die eh lesen. Und ich bin angekommen bei Verschleiß und Gewährleistung im Teil Hinweise zu Elektrik und Elektronik. Verschleiß und Gewährleistung. Beachten Sie, dass Bauteile des Pedelecs einem höheren Verschleiß unterliegen, als dies bei einem Fahrrad ohne zusätzlichen Antrieb der Fall ist. Gründe dafür sind das höhere Fahrzeuggewicht und die höhere durchschnittliche Geschwindigkeit, die Sie durch den Antrieb erreichen. Dieser erhöhte Verschleiß ist kein Sachmangel und unterliegt nicht der Gewährleistung. Typische Bauteile, auf die dies zutrifft, sind Bereifung, Bremsbeläge, Bauteile des Antriebs, Speichen. Der Akku unterliegt der Alterung und ist daher ein Verschleißteil. Beachten Sie bitte, dass der Akku je nach Alter und Nutzungsdauer an Reichweite verliert. Beachten Sie dies bei der Planung von Fahrten und wechseln Sie gegebenenfalls rechtzeitig den Akku durch einen neuen aus. Informationen über Tauschersatzakkus erhalten Sie bei unserer Service-Hotline. Ich möchte das nicht weiter kommentieren. Ich habe mich schon mehr als genug über die Anleitung aufgeregt. Instructions about electrics and electronics. Wear and tear and warranty. Keep in mind that pedelec parts are subject to greater wear than those of a bicycle without an additional drive. This is due to the greater weight of the vehicle and the higher average speed that is achieved through the propulsion. The higher level of wear is not material defect and is not subject to warranty. Typical parts affected by this are tires, brake parts, components of the drive spokes. The battery is subject to aging and is therefore also a variable part is English but not fine English is also variable part would be nicer. Please note that the battery gradually loses its capacity depending on its age and operating life. Take this into account when planning journeys and ensure that you switch to a new battery in good time. Information about replacements or substitute batteries can be obtained on our service hotline. Auf Französisch. Wie gesagt, ich will das nicht kommentieren. Ich bin schon mehr als genug aufgedreht. Elektrizität et Elektronik. Usure et garantie. Il est à noter que certains éléments d'un VAE s'usent plus vite que ceux d'une bicyclette sans assistance électrique. C'est là en raison d'un poids supérieur, d'une vitesse généralement plus rapide du fait de l'assistance. Cette usure plus rapide ne constitue pas un vice et n'est pas couverte par la garantie. Les pièces les plus concernées sont pneumatiques, garniture de frein, composants de la transmission, rayons. La batterie est soumise au vieillissement et elle est de ce fait une pièce d'usure. Il est à noter que l'autonomie que procure la batterie se réduit en fonction de l'âge et de l'utilisation. Il faut en tenir compte dans ses trajets et
eventuellement la remplacer par une neuve. Pour tout renseignement sur l'échange, le remplacement de la batterie, consultez notre service technique téléphonique. Ja, das war's erstmal. Tschüss. Es geht weiter mit avant la première utilisation, vor dem ersten Benutzen. Tschüss.